So, du hast ein Video mit Transparenz und willst es in DaVinci Resolve rendern, dann ist das das Video für dich. Zuallererst solltest du erstmal zugucken, dass das Video, was du hast, auch transparenten Hintergrund hat. Dann gehst du in die Deliver Page. Und hier möchtest du von Single Clip auf Individual Clips einstellen. Denn nur mit Individual Clips kannst du einen transparenten Hintergrund rendern. Als nächstes brauchst du ein Dateiformat, was einen Alpha-Kanal unterstützt. Und das ist für gewöhnlich QuickTime und MXF. Ich gehe hier mit QuickTime. Als nächstes brauchst du auch einen Codec, der einen Alpha-Kanal unterstützt. Hier würde ich dir DNxHD oder GoPro Cineform empfehlen. In der GoPro Cineform musst du dann RGB 16-Bit setzen und jetzt hast du hier unten die Möglichkeit, Export Alpha anzuwählen. Und wenn du das, was du rausrenderst, nicht weiter verarbeiten möchtest, also einfach nur auf irgendwelche Clips draufhauen, dann willst du Straight nehmen. Ansonsten, wenn du noch irgendwie Color Correction und sowas machen willst, dann nimm am besten noch Pre-Multiply. Das Ganze dann auf Add to Render Queue und dann einfach Start Render.